Sehr wohl, herzlich willkommen zu Reinig Zeitgedanken heute an diesem Dienstag, dem 7. Februar und am Vormittag natürlich wieder zu Losung und Lehrtext. Diesmal sind es zwei längere Worte, aber wunderschöne Worte mit einigen Bildern, die darin enthalten sind. Gerade beim ersten Wort schauen wir doch mal hinein. Da heißt es, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Gott macht den Propheten Jesaja und sein Volk darauf aufmerksam, wie er eigentlich wirkt. Und wir wissen es ja eigentlich aus dem Schöpfungsbericht, dass er spricht und es geschieht. Sein Wort hat Auswirkungen. Und wenn er dieses Wort auf diese Erde schickt und zu Menschen spricht oder aber auch einfach dieses Wort zu dem Propheten spricht, dann ist es wie mit dem Regen, der vom Himmel fällt oder vom Schnee ausgegangen. Er fällt auf die Erde und er zeigt Wirkung. Sein Wort wird nicht wirkungslos bleiben. Und das ist etwas Wundervolles, das auch zu wissen, dass Gottes Wort nicht einfach so verhallt, sondern er macht es deutlich, es wird seine Wirkung nicht verfehlen. Egal, ob wir selbst uns an dieses Wort halten oder ob wir uns von diesem Wort abkehren, dieses Wort wird seine Wirkung in dieser Welt zeigen. Das hat er bei der Schöpfung ganz klar und deutlich gezeigt. Das hat er auch bei der Rettung Israels aus Ägypten gezeigt. Und auch als sich der Pharao daran nicht gehalten hat, hat dieses Wort die Wirkung bewiesen. Und das Volk Israel ist in die Freiheit geführt worden. Es ist unglaublich schön, dieses Bild, dass also auch der Regen, wenn er fällt, oder auch der Schnee ja immer eine Wirkung zeigt und dass dadurch die Erde befeuchtet wird, dass dadurch der Samen dann wachsen kann. Es ist also nicht davon auszugehen, dass wir manchmal sagen, ja, es hilft ja alles nichts, Gottes Worte, sie wirken nicht, sie verhallen, sie sind Schall und Rauch, niemand hört mehr auf sie. Nein, auch wenn wir uns von ihm abwenden, seine Worte werden hier auf dieser Welt Dinge verändern. Und er hat uns ja nicht nur Worte gegeben, er gibt sie uns auch täglich, er weist auch in die Zukunft. Und das heißt, Gottes Geschichte kann niemand aufhalten und kann niemand zunichte machen. Und das, was wir heute erleben, dass wir Menschen in einer sehr atheistischen Zeit meinen, wir könnten Gottes Pläne zunichte machen und könnten Gott sogar eliminieren aus unserem Leben, das wird uns einfach nicht gelingen, wer es auch versucht. Und alle Ansätze in der vergangenen Geschichte haben gezeigt, dass Gott sich nicht aus seiner Schöpfung wegdrängen lässt und dass sein Wort immer wieder gewirkt hat. Vielleicht nicht in Europa, mal in Afrika oder mal in Asien, mal im Osten mehr. Wir haben es selbst gemerkt, dass wenn Länder sich von Gott abgekehrt haben, dann in anderen Ländern sehr oft ein Aufblühen dieses Glaubens zu verzeichnen war. Also Gottes Wort wirkt wie Regen und Schnee, der vom Himmel fällt, und er wird das oder das Wort wird das ausrichten, was Gott auch will. Gottes Wille kann man nicht aufhalten, kann man nicht ausbremsen und kann man auch nicht vernichten. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist ein Wort, was unglaublich uns wahrscheinlich in den Bann zieht. Wenn wir in ihm bleiben und meine Worte in euch bleiben, dann können wir alles bitten und wir werden es bekommen. Und jetzt denken wir natürlich an unser Wunschkonzert. Aber da haben wir den Satz nicht ganz richtig verstanden. Wir können alles bitten und werden es bekommen, wenn wir in Gott sind und Gottes Worte in uns. Das heißt zu dem einen, dass wir nicht Dinge erbitten werden, die einfach für unser materielles Bewusstsein gut sind und dass wir einfach sagen, ja, wir wollen dies oder jenes haben,
weil es uns Spaß macht und es führt uns vielleicht von Gott weg. Nein, wenn wir bitten, dann sind wir ja in dem Moment ganz von Gottes Geist beseelt und bestimmt und wir werden dann natürlich Dinge erbitten, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch gut sind. Aber jetzt kommt es trotzdem, dass wir dann sagen, dann müsste er ja uns helfen, wenn wir in Not geraten. Dann wird er uns ja immer erhören, wenn wir etwas brauchen, was wir nötig haben und was für uns gut ist. Und genau das ist auch der Punkt, dass das möglich ist. Das ist nicht nur ein frommer Traum oder eine Zusage, die nicht eingehalten wird, denn wir haben es ja im Vorwort gerade gehört aus dem Alten Testament, Gott setzt es um, Gottes Wort wirkt. Nein, er nimmt sich aber das Recht raus, und das ist doch gut so, so zu helfen, dass es vielleicht nicht immer ganz nach unseren Vorstellungen aussieht. Wenn wir also etwas ganz Spezielles bitten, wird er uns helfen, aber vielleicht nicht so, wie wir es uns ausgemalt haben, aber diese Hilfe wird uns zuteil. Und ich habe das jetzt auch erst zur Zeit von Corona gemerkt, wie Gott tatsächlich hilft, wie er in der speziellen Situation, wenn wir ihn bitten, einem die Hände füllt, wie er einen förmlich den Segen schenkt, dass wir behütet werden, auch vor allem Bösen, wie er auch Gesundheit schenken kann, wenn man ihn wirklich bittet. Und zwar nicht nur, ja, ich probier's mal, ich versuch's mal, sondern hier ist die Rede davon, dass man vollkommen im Vertrauen Gottes diese Bitte ausspricht. Und das heißt, dass da auch kein Zweifel besteht. Wenn wir also bitten, zweifeln wir dann nicht, dass es Gott überhaupt geben kann, sondern wir sind fest davon überzeugt, dass er es uns geben wird. Und das ist der Punkt, der auch ganz wichtig ist, dass wir wirklich in diesem Vertrauen, nämlich eigentlich mit Gott, der in uns ist, bitten. Und dann gehen wir davon aus, dass es hundertprozentig eintrifft. Und da kann ich etwas zusagen, was ich früher nie gewagt hätte. Es wird eintreffen, Gott wird helfen und es wird manchmal etwas anders aussehen, als man sich das selbst vorstellt, aber er wird unsere Bitten hören und erfüllen. Und deshalb kann ich allen nur zurufen, zu versuchen, in dieses tiefe Gottvertrauen zu kommen und dann auch in den Bitten mit Gottes Geist sie vor Gott zu bringen und dann auch in der Ruhe zu bleiben und zu sagen, Gott wird mich erhören. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Wir wissen, dass wir alle mal zweifeln und deshalb ist es häufig auch so, dass natürlich hier und dort vielleicht etwas nicht in Erfüllung gerät, weil wir dann vielleicht einfach nur mal ausprobieren und sagen, ja, mal schauen, ob was dran ist. Nein, wir dürfen das tun und diese Zusage gilt, wenn wir ganz verbunden sind, wenn wir hundertprozentig mit dieser Hilfe rechnen und wenn wir hundertprozentig auf Gott setzen und nicht noch einen Ausweg schon im Vorfeld bereit haben und sagen, ja, wenn es nicht klappt, dann mache ich das oder jenes. Nein, das heißt auch, sich ganz auf Gott zu verlassen und felsenfest damit zu rechnen, dass er uns hilft. In diesem Sinne zwei ganz spannende Worte. Einmal das wunderschöne Bild des Kreislaufes, dass das Wort wirklich wirkt und dann die Aufforderung, dass wir das Wort zu Gott richten können, indem wir mit ihm verbunden sind. In einer Zeit wie der heutigen ist es mehr als wichtig, dass wir diese Zusage neu entdecken, dass wir sie leben und dass wir versuchen, in dieses Gottvertrauen zu kommen, um dann Großartiges zu erfahren, wie Gott durch schwere, aber auch leichte Zeiten hindurch führt, rettet und uns zu ihm letztlich führen wird. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen oder Schnee falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienstag, möge die Sonne viel Wärme Ihnen schenken, vielleicht sind Sie sogar in den Winterferien. Und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Erfahrung machen können, wie Gottes Wort wirkt, wie ein Kreislauf und dass dieses Wort auch, wenn wir bitten, Gehör findet und wirklich Wirkung zeigt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, wären Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein, wenn es heißt, reinigt Zeitgedanken, bringen Gedanken zur Losung.
und zum Lehrtext. Alles Liebe, alles Gute, auf Wiederluege. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.